back here. Aye. Arthic, worth and wrath! Of course. Foes end. Das hat Bumm gemacht. Hey, that hurts. That was about as useful as a bump on a pickle. Okay, erstmal weg mit dem, der Alof haut. Okay, Xotia kriegt diesmal auf die Nase. Xoti, du heißt mal. Ich muss ja nicht mal gucken, welches war ihre bessere Heilung. Ah, da, geringe Fürbitte. Natürlich genau auf dem Level, wo auch der geistige Verbündete ist. So. Der Kampf ging eigentlich relativ gut. Such fury from so small a hunter. Your ferocity will serve you well, Watcher. Solch eine Wut in solch einem kleinen Jäger. Deine Wildheit wird dir gut dienen, Wächter. Mhm. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ich muss ehrlich sagen, der Initiationsritus, die vier Kämpfe, waren um einiges schwieriger als die Kämpfe hier jetzt. Tränke im Überfluss, Nachtrag. Der Gürtel hat weitere Seelenessenz aufgenommen. Mhm. Sure thing. So, das heißt, wir können uns jetzt mal mit einem anderen Gesicht rumschlagen. Im Verwirr schlagen wir nehmen jetzt als nächstes den Survivor. Weil seine Mission irgendwie etwas interessanter, also seine Kämpfe etwas besser klingen erstmal als der Seeker. Ja, Ghoul-Ärger, Wildschweinrotte. Horde-Konstrukte, eine Wildschweinrotte oder Ghule. Komm, nehmen wir die Ghule. Dann die Wildschweine und am Schluss die... Alle lebenden Wesen sind für die Ghule nichts als Beute. Kämpfe und überlebe oder gib deine Seele hin, um ihren Hunger zu stillen. Mir fällt gerade irgendwie so auf, der Wildschweinkopf und der Stagierkopf teilen sich ein Auge. Kann das sein? Endure. And you will be victorious. Good hunting. Überdauche und du wirst siegreich sein. Gute Jagd.
Lass mich raten, ich muss mich hier hinstellen, dass es losgeht. Okay, das hat gut gehauen. Ein Vampirpriester, der stand nicht im, nicht auf dem Programm. Okay. Need something? What? Whatever you need. Okay, die nächste Truppe. Vampirweiser, Dagul Schütze, Algul. So, die macht ich mal zu einem Avatar. Ich weiß nicht, ob es was hilft, aber versuch mal den da zu übernehmen. Konstantin, Heilung. Ich weiß nicht, kann ich ihm Aua machen? Nein, das prallt alles ab und schadet unsere Leute. Das ist nicht so gut. Konstantin versucht ihn zu breit zu schlagen. Okay. Eine Horde Ghule. Und oh, da kommt wieder Vampir. Kommt wieder ein Vampir. Hey, are you blind? All has come to an end. Even me. Ja. Können wir mal versuchen, einen Algul zu übernehmen?
Okay, Xoti hat's erwischt. Könnt ihr den da umbringen? Okay, die zwei sind down. Wenn nach der Welle noch eine kommt, habe ich ein Problem. Nein, wir haben es gerade so geschafft. Was ist das? Schriftrettung und die Belebung der Gefallenen. Ah, mit Gesundheit wiederbeleben. Okay. Oh, und gestandenen Fleisch. It appears even the Court of Gongs cannot overcome you. Good. This crowd clearly would see more of you. Mir scheint, kann selbst eine Flut an Ghoulen dich nicht wegschwemmen. Gut, diese Menge will offensichtlich mehr von dir sehen. Zum Glück spiele ich nur auf normal. Nicht so wie den ersten Teil auf schwer. Oh, und da ist die Survivor-Truppe, hä? Huh? Ich überwältigt der Gestank von Moschus, Moder und Pisse, als sich mehrere Bären nähern. Neben dem Bässchen laufen ihre Betreuer. Es sind Gestandene, die nach Lagerfeuer und rohem Fleisch riechen. Sie alle sind gekleidet in zusammengestückelte Felle. Mhm. Einer der Bären beginnt zu schnüffeln, als du herankommst, und seine Aufmerksamkeit konzentriert sich ganz auf deinen Geruch. Mit gesenktem Kopf streckt der Bär sich in deine Richtung. Er scheint deinen Geruch zu lieben. Come now, Dojin. Don't be approaching strange beasts like that. Heal, boy, heal. Großbruder Oscar. Nun komm schon, Duncan. So nennt man sich fremden Bestien nicht. Bei Fuß, Junge, bei Fuß. Doch du und Fenrir erscheint den Bären wichtiger zu sein, als die Befehle seines Meisters sind. Die Hand ausstrecken und den Bären streicheln. Den Bären am Kopf täscheln. Schön, dich kennenzulernen, aber du solltest auf deinen Meister hören. Vielleicht würde dein Tier sich charmanten Fremden nicht so begierig nähern, wenn du dich besser darum kümmern würdest. Sind wir mal so souverän. Den Bär am Kopf täscheln und er sagen, er soll auf seinen Meister hören. This here's the band of the bear. Das hier ist die Truppe des Bären. Er deutet auf seine Begleiter. Oh, you may have heard tell of us as the reigning chosen of the surviving face. The title we aim to defend. Aber du hast vielleicht von den amtierenden Auserwählten des überlebenden Gesichts gehört. Das sind wir. Das ist ein Titel, den wir zu verteidigen gedenken. Er deutet mit einem freundlichen Tippen auf seinen Helm eine wie eine Keile stilisierte Haube. Ich freue mich darauf, dich deinen eigenen Schoßtieren zu fressen zu geben. Die räudigen Töne sehen so aus, als könnten sie eine herzhafte Mahlzeit gut gebrauchen. Ich wusste gar nicht, dass man Schwächlingen jetzt erlaubt, ihre Hunde für sich kämpfen zu lassen. Klingt bärenhaft illegal. Möge Tomawai mit dir sein und möge der Stärkste gewinnen. Du bist also der Mitbewerber um die Zuneigung des Kailers. Gut gemacht. Den Bären weiter streichen. Tut mir leid, ich schließe gerade eine neue Freundschaft. Hast du was gesagt? Er lacht, die Hand auf den Bauch gelegt. Dann klopft er dem Bären an die Flanke. Stop cozying up to the stranger, boy. Don't want you getting no soft ideas in the arena. Hör auf, dich bei Fremden anzubiedern, Junge. Ich will schließlich nicht, dass du in der Arena irgendwelche komischen Einfälle von Schonung bekommst. Er zieht den Bären am Fell fort von deiner einladenden Zuneigung. Well, we best be getting up to the arena. There's a fine line between building anticipation and delaying the event. Am besten begeben wir uns jetzt zur Arena. Es ist nur ein schmaler Grat zwischen Vorfreude aufbauen und die Sache hinauszögern.
Mit einem Fingerschnippen und einem schrillen Pfeifen setzt der Anführer die Meute in Bewegung. Die aus zwei und vierbeinigen Kriegern zusammengewürfelte Gruppe schreitet selbstbewusst dem dröhnenden Applaus entgegen, der aus der Arena erschallt. So, und ich bin gleich wieder da.